Der Sport in der Region wird tatkräftig unterstützt von Autohaus Pirna, Ihr starker Partner der Marken Audi und VW. Drei Generationen in einer Halle. Die Turnerriege von Fortschritt Pirna ist ein Vogelschwarm. Mutter Christiane leitet das Training, Tochter Beate unterstützt sie dabei. Und dann ist da noch Junior Vincent, 6 Jahre alt und schon jetzt ein Kraftpaket. Weil da sind schöne Dinge dabei. Zum Beispiel so halten mit solchen Klötzern und Klimmzüge machen. Zweimal in der Woche wird bei Fortschritt Pirna trainiert. Übungsleiterin Christiane Vogel achtet mit Adleraugen auf die richtige Ausführung. Ihre Erfahrung gibt sie seit mehr als 50 Jahren an den Nachwuchs weiter. Sie ist die gute Seele der Abteilung, Turnen ihre Leidenschaft. Das ist schon so ein Automatismus geworden, ich kann gar nicht mehr anders. Eigentlich würde ich schon manchmal aufhören wollen, weil es eben anstrengend ist, aber dann gehe ich dann doch immer wieder und denke, es gibt ja viele Kinder, die freuen sich und machen das gern und dann will man das eben auch machen. Auch Tochter Beate ist vom Turnvirus infiziert. Gemeinsam mit Mutter Christiane leitet sie das Training. In ihrer Kindheit hat sie bei Fortschritt geturnt. Heute, selbst Mutter, schätzt sie die Vorzüge der hochkomplexen Sportart. Turnen ist einfach sehr vielseitig, also die Kraft wird sehr geschult, die Beweglichkeit in besonderem Maße und ganz besonders die Körperbeherrschung, die Körperwahrnehmung, also Kraft, Beweglichkeit, Koordination, alles zusammenfließt da. Also um jetzt einen ordentlichen Handstand stehen zu können, da brauche ich einfach wahnsinnig gute Fähigkeiten. Rund 30 Kinder und Jugendliche trainieren bei Fortschritt Pirna. Erfolge auf Kreis- und Bezirksebene bleiben da nicht aus. Was der Abteilung fehlt, ist männlicher Nachwuchs und eine Tumblingbahn. Vom federnden Untergrund träumen die Turner schon lange, bald aber soll es soweit sein. Also beim Training ist es eben so, dass die verschiedenen Sprungelemente, das geht schon beim einfachen Strecksprung oder bei einer einfachen Rolle los, dass das eben federt, das ist gelenkschonend, es ist weniger Unfallgefahr und man kann auch leichter verschiedene Elemente lernen, weil das eben nachgibt und dann kann man höher springen und kann eben dann ein Salto machen oder einen Flickflack. Ausdauer und Geduld. Eigenschaften, die Tochter Beate an ihrer Mutter schätzt und die auch Ehemann Manfred braucht. Kürzer treten kommt für Christiane Vogel einfach nicht in Frage. Da müssen gemeinsame Hobbys schon mal warten. Turnen genießt bei Christiane Vogel oberste Priorität. Und das mit fast 70 Jahren. Das Turnen, das ist ihr Leben, kann man sagen. Ne? Das ist wirklich so. Also das muss ich wirklich bestätigen. Das Ganze, seit Kindheit an geht zu Turnen und es ist nie wegzudenken. Ein Vogelschwarm bei Fortschritt Pirna. Selten wird eine Abteilung so von einer Familie geprägt. 3 Generationen in einem Verein, die Vogels leben für ihren Sport.